Und ja, wir sind jetzt hier in der Stadt und ich sterbe wieder kurz vorm Checkpoint. So, hallo und herzlich willkommen zu einem weiteren Part der Crash Bandicoot 4 Mini Controller Challenge, in der ich versuche, Crash Bandicoot 4 It's About Time mit diesem Controller durchzuzocken. Auch wenn der manchmal komisch gechromakiert wird. Warum auch immer, weil der ist eigentlich blau. So, deshalb verstehe ich nicht, warum wirst du gechromakiert. Das ist sehr komisch. Aber, Leute, soll ich euch was sagen? Heute schließen wir die Friedfälle ab. Und zwar mit dem Level, der braut sich was zusammen. Beziehungsweise mit diesem Bosskampf. Deshalb bin ich auch noch nicht in den Ladescreen reingegangen, sonst mache ich das ja, aber weil sonst einfach der Kampf losgehen würde. Und das wäre halt nicht so ganz gut geeignet für den Anfang vom Part. Wir sehen auf jeden Fall, Embryo hat ein paar mehr Leben. Ich wollte gerade zählen, ich glaube 7 Stück, wenn ich auf die Schnelle mal gucken muss. Mann, ich, okay, ich darf nicht gucken. Also ich sag jetzt mal, das sind 7 Stück. Oh Mann, ey. Ich darf halt hier, ich darf nicht gucken anscheinend. Aber prinzipiell, mein Gott, ey, was mache ich denn die ganze Zeit? Alter, was ist mit mir los? Prinzipiell, wollte ich sagen, ist dieser Bosskampf eine eindeutige Anlehnung an den Embryo-Bosskampf aus dem ersten Crash Bandicoot-Teil. Wer das Spiel gezockt hat oder vielleicht meine Crash Bandicoot No Spins Challenge gesehen hat zu diesem Spiel, der weiß auch schon, wie der Bosskampf aussieht. Ne? Und zwar ist es wirklich prinzipiell sehr ähnlich. Die Boss Stage und so ist ein bisschen anders, das kann man schon sagen. Aber so rein, so wie es funktioniert, ist es wirklich sehr ähnlich. Und zwar hat er damals auch diese Flash hingeschmissen. So, den lilanen muss man ausweichen. Aus den grünen kommen Monster raus. Die kann man zurückschleudern. Und auch diese Hulk-Transformation. Auch die kennt man schon aus Crash Bandicoot 1, ne? Aus dem allerersten Crash Bandicoot-Teil. Das, was jetzt hier neu ist, ist halt prinzipiell, dass wir jetzt auch hier diese dunkle Materienmaske einsetzen. Ich glaube, früher musste man gucken, dass man bei der Halbtransformation, ich glaube, da musste man gucken, dass man auf Kisten oder so drauf springt, dass man auf seinen Kopf drauf springen konnte. Ich glaube, so war das früher. Aber ich finde es definitiv cool, dass sie den Bosskampf wirklich, wirklich sehr ähnlich wieder zurückgebracht haben. Und das muss ich schon dazu sagen, das hat definitiv was. Gerade für die Veteranen, ich wollte gerade sagen, gerade für die Veteranen wie mich, aber ich, ja, ich weiß nicht, ob ich mich wirklich als Veteran bezeichnen will. Ich meine, erst mit der Crash Bandicoot Insane Trilogy habe ich diese Reihe so richtig kennen und lieben gelernt, sage ich mal. Also davor kannte ich die Reihe schon ein bisschen so, aber ich habe sie jetzt nicht wirklich großartig beachtet. Ich habe dir nie großartig Aufmerksamkeit geschenkt. Das halt erst mit der Insane Trilogy. Aber Leute, ich sag mal so, lieber spät als nie, ne? Wäre ja was anderes gewesen, wenn ich diese Reihe nicht kennengelernt hätte. Aber das, ja, das können wir prinzipiell auch nur dem Fakt verdanken, weil, ja, zum einen ist, ja, ist die Insane Trilogy halt auf der Switch erschienen. Och Mann, und schon wieder tot. Wo war ich stehen geblieben? Ja, und zum anderen habe ich die Insane Trilogy, glaube ich, auch damals, also bevor es auf der Switch rauskam, habe ich da, glaube ich, auch schon das ein oder andere Let's Play auf YouTube gesehen. Ne? Deshalb, das sind halt zwei Faktoren, die halt damals gut zusammengespielt haben, sage ich mal, ne? Ich glaube, die Insane Trilogy kam 2017 raus, also generell, und 2018, glaube ich, für die Switch im Juli oder so, kann das sein? Ich weiß es nicht mehr. Und ich glaube, ich habe sie im August geholt, in den Sommerferien.
So irgendwie habe ich das im Kopf, dass das so war, 2018. Aber ja, wenn das nicht passiert wäre, tja, ich sag's euch, wie es ist, dann, ja, dann wäre ich heute nicht hier, ne, in dieser Challenge. Weiß ich nicht, vielleicht wäre es gut gewesen für mich, aber ich sag mal so, ich liebe die Reihe ja schon, deshalb, das ist schon so, ist schon in Ordnung so. Gut, und dann geht's heute aber auch in die nächste Welt. Und zwar entlegene Pfade. Ach nee, das ist der Levelname. Mückensumpf vor ein paar Tagen. Aha, also top aktuell. Ja, die invertiert Level, die sind jetzt auch neu. Das ist prinzipiell eine Abwandlung jedes Levels, die wir halt zocken können. Und zwar zum einen sind da die Farben so komisch, wie gerade eben in dem Bosskampf, dass die Farben eben invertiert sind, also umgedreht, ne? Negativ kann man vielleicht auch sagen. Und ich weiß nicht, war negativ nochmal was anderes? Ich weiß es gerade nicht mehr. Aber zum anderen sind die Level da halt auch gespiegelt. Was halt gerade bei 3D-Games auch nochmal ein bisschen komischer ist als bei 2D-Games, ne? Ich sag mal so, in, keine Ahnung, in Donkey Kong Country Returns oder so, da gab es ja auch den Spiegelmodus, aber da war es jetzt nicht ganz so komisch zum Angucken, weil da war es halt nur 2D, ne? Und 2D gespiegelt ist halt, ja, ist natürlich auch schon eine Umgewöhnung für einen, aber 3D gespiegelt ist halt nochmal eine Nummer krasser. Wow! Das war gerade eben sehr knapp. Und ja, wir sind jetzt hier in der Stadt und ich sterbe wieder kurz vorm Checkpoint. Kann das vielleicht einmal in meinem Leben nicht passieren, dass ich vor dem Checkpoint sterbe? Ich glaube nicht. Ich glaube nicht mehr dran. Das ist, ja, das, keine Ahnung. Was gibt's noch so für unwahrscheinliche Sachen, die ich hier als Gegenbeispiel aufführen könnte? Weiß ich nicht. Aber warum immer vorm Checkpoint? Warum kommt jetzt schon wieder ein Checkpoint? Diese Passage, die war überhaupt nicht lang. Also die Checkpoint-Verteilung ist manchmal auch sehr komisch in diesem Spiel. Manchmal kommt Ewigkeiten nix. Und manchmal so direkt wieder nach einer Mini-Passage. Lol, ist das Fake Crash? Ich glaube, das soll Fake Crash sein. Und schon wieder ein Checkpoint. Warum kommt die jetzt so oft? Ich weiß es nicht. Aber was ich auf jeden Fall an diesem Level liebe, ist die Tatsache, dass hier auch Rhythmus eine große Sache ist, ne? Sowas finde ich generell immer cool in Leveln. Ich finde zum Beispiel auch. Mein Gott, ey! Was soll das hier die ganze Zeit? Ich sterbe direkt wieder nach dem Checkpoint. Was soll das hier? Was zum Teufel? Ja, was ich sagen wollte. Also ich liebe das generell immer in Spielen. Ne, wenn hier so Rhythmus und so eine Sache ist, finde ich generell cool. Und ich finde das beste Beispiel, was mir gerade einfällt für solche Rhythmuslevel, ist Rayman Legends. Da waren die Musiklevel halt richtig stark. Ich glaube, da stimmt mir auch jeder zu, der Rayman Legends gezockt hat. Und Rayman Legends auch legendär, hieß das Spiel. Ich glaube, ich habe es aber leider nie durchgezockt. Das wäre vielleicht auch mal eine Sache, die ich nachholen müsste. Ich weiß nicht, vielleicht auch mit euch, ne? Ich meine, es ist wirklich, wirklich ein unglaublich gutes Spiel. Wahrscheinlich wirklich eins der besten 2D-Jump-Runs, die jemals entstanden sind. Wahrscheinlich sogar in den Top 3. Also, ja, zusammen mit Donkey Kong Country Tropical Freeze auf jeden Fall. Und ich weiß nicht, was könnte man noch hernehmen? Keine Ahnung, ich habe jetzt kein Beispiel, aber deshalb sage ich, also in den Top 3 ist es auf jeden Fall drin. Auf jeden Fall. Rayman Legends. So, ich glaube, da wird mir wahrscheinlich auch keiner widersprechen. Ja, da kann man natürlich auch wieder sagen, persönliche Präferenzen und so, ne, das ist ganz klar, ne? Ob man jetzt Donkey Kong Country Tropical Freeze höher stellt oder Rayman Legends, das ist einfach eine persönliche Sache, das ist einfach so.
Ich glaube, ich würde Donkey Kong Country Tropical Freeze höher stellen. Aber ich kann es auch andersrum genauso gut verstehen, ne? Weil auch Rayman Legends ist halt legendär, ne? So wie es der Name auch schon vermuten lässt. Sagen wir das mal, wie es ist, ne? So, euch kann ich jetzt auch ausblenden, ne? Euch Typen. So, das ist vielleicht auch gar nicht schlecht. Ach, du bist jetzt plötzlich kein Trampolin mehr, oder was? Aha! Okay, ich versuche mal so lang wie möglich ohne das zu switchen. Okay, ich glaube, hier sollte ich das aber switchen. So, und hier jetzt so. Dann geht das auch klar, ne? So. Und dann hier. Wow. Bringt es mir hier überhaupt noch was? Hier gerade nicht mehr, ne? Nicht wirklich. Aber okay. Dann hier Check the Point. Alter, dieses Level, das ist halt so richtig lang, ne? So richtig lang, groß, hoch hinaus. Aber ich sag's euch, wie es ist. Das passt auch gut zur Großstadt, ne? Das fängt auch das Großstadt-Theme halt richtig gut auf. Das muss man auch wirklich zugeben, ne? Also besser hätte man dieses Großstadt-Theme wohl nicht einfangen können. So, was mache ich denn hier? Ich weiß nicht, was ich hier mache, aber ich sollte definitiv damit aufhören. Mein Gott, ist das schlecht von mir. Ist das schlecht von mir? Und dann, ja, und dann in den Helikopterkopf da rein drasen, ey. Reinmalen oder reinschreiben. Und plötzlich habe ich eine riesen Nase, Leute. Und Effekte kann ich damit machen. Das sehe ich nachher aus. Oh mein Gott. Jetzt habe ich diese Werbung wieder im Kopf. Aber die ist halt auch einfach legendär. Das ist halt auch einfach ein Fakt, den man nicht bestreiten sollte. So, und was kann ich hier jetzt auch wieder Sachen wechseln? Dimensionen und so. Ja, ich wechsle gar nicht hier von oben nach unten und so. Das macht's nur gefährlicher für mich. Das macht's nur gefährlicher. Geht's jetzt auch wieder weiter auf einer Whale-Passage oder was? Ja, das hatte ich noch richtig im Kopf. Weil so eine kurze Whale-Passage, die lohnt sich ja im Endeffekt gar nicht. So, ja. Und es gibt ja meistens in den Leveln, wo es Whale-Passagen gibt, gibt's ja eigentlich, ich glaube sogar immer, mehrere, ne? Weil sich's einfach, ja, für eine lohnt sich's nicht. Weil die sind halt so auf Turbo. Das muss man auch dazu sagen. Ach, und das Level endet sogar mit einer Whale-Passage. Wusste ich gar nicht mehr. Aber gut, Leute, ein Level gibt's dann heute natürlich noch. Ist ganz klar, ne? Und zwar gibt's jetzt das Level Gute Küche. Und zwar mit dem legendärsten, geilsten, coolsten, witzigsten, was soll ich sagen? Side-Character in diesem Spiel, den man halt selber spielen kann. Und zwar Dingodile. Also ich muss euch sagen, ich muss es euch so sagen, wie es ist. So früher bei Crash Bandicoot 3, und da war ja, glaube ich, sein erster Auftritt in Crash Bandicoot 3. Warped! Nein, das ist nicht aus wie ein Beuteldachs. Das sieht viel cooler aus, Dingodile! Jawoll, ey. Ne, also früher bei Crash Bandicoot 3 Warped, da dachte ich mir halt so, ja, ist ein Boss, ne? Und ich glaube, das haben die meisten gedacht. So, vielleicht fanden die einen den ganz cool und vielleicht auch nicht, ne? Das ist ja generell immer eine Geschmackssache, welchen Boss man so cool findet und welchen jetzt nicht so. Aber für mich war halt Dingodile einer dieser Bosse, die halt einfach nur da waren. Und mehr einfach nicht, ne? Was jetzt nichts Negatives heißen soll, aber auch nichts großartig Positives. Aber ich muss sagen, mit Crash Bandicoot 4, It's About Time, habe ich Dingodile halt so richtig lieben gelernt. Ne? Weil er halt einfach der geilste Side-Character ist, wenn man das so nennen kann, den es in diesem Spiel gibt, ne? Also neben Crash Bandicoot und Coco vielleicht noch,
was halt die Standardcharaktere sind, finde ich halt wirklich am coolsten, ihn zu spielen. Weil, ja, also die Cutscenes, die machen ihn halt liebenswerter. Das muss man auch sagen. Die Cutscenes in diesem Spiel, aber die überspringe ich ja in diesem Let's Play, weil die bei einer Challenge nicht von der Bedeutung sind, ne, habe ich euch ja schon erzählt, so in den ersten Parts. Ich setze das einfach voraus, dass ihr das Spiel schon kennt, ne, sonst ist es halt dumm, sich diese Challenge zu geben, ne, sagen wir, wie es ist. Und, ja, aber auch so von der spielerischen Seite passen halt seine Moves und alles, sein Movement und sein Sauger hier. Keine Ahnung, es passt irgendwie alles. Es passt irgendwie alles richtig gut zu diesem Charakter Dingodile und es macht ihn halt in diesem Spiel so richtig cool aus, ne? Sage ich auch dazu. Und dann noch diese Sumpfmusik. Also ja, dass er im Sumpf lebt, das passt natürlich auch gut. Und dann noch diese Musik, diese Bum, Bum, Bum. Das ist halt auch so eine... So eine richtig ranzige Musik, möchte ich es nennen. Nein, ich wollte nicht auf Pause drücken. Ich nenne es mal so eine richtig ranzige Musik. Ich hoffe, ihr wisst, was ich damit meine. Was halt auch zu ihm passt. Es ist halt so... Ja, ranzig. Ranzig trifft es, glaube ich, eigentlich ganz gut als Musikbeschreibung. Zumindest finde ich das ganz zutreffend. Oh Mann, ey. So, gib mir hier mal die Akku-Akku-Maske. Und es ist halt auch nice, ne, dann diese großen Kistenstapel, also die Kistenstapel, die sind ja auch größer in den Leveln, die dann aufzusaugen oder mit so ne, oder auch mit ihm zu spinnen, ne, ist beides cool, weil er halt so groß ist, ne, so maskulin, so üppig auch, ne, er ist auch ein richtig üppiger Charakter. Oh Mann, ich glaube, in diesem ganzen Level werde ich wahrscheinlich nur den Dingodile-Fanboy machen. Zu Recht, würde ich sagen, oder? Zu Recht, Leute. Oder was sagt ihr zu Dingodile in diesem Spiel? Oder habt ihr Dingodile vielleicht auch schon früher in Crash Bandicoot 3 wirklich geliebt? Also nicht nur gemocht, sondern geliebt? Das würde mich auch mal interessieren. Weil, und wenn ja, warum? Weil, also vorher war er halt wirklich nur ein normaler Boss-Charakter, ne, prinzipiell. Der jetzt nicht wirklich großartige zusätzliche Merkmale hatte. Wie gesagt, was nicht böse gemeint ist, aber so war es halt früher einfach, ne. Aber ich weiß nicht, vielleicht findet man auch sein Design ganz cool, ne, dass er so eine Mischung aus einem Dingo heißt es hier, glaube ich, einfach, und einem Krokodil ist. Wow, an euch muss ich jetzt vorbeikommen, ohne dass ihr mich abknallt. Ihr Terroristen, ihr Blöden, ey. Kann doch nicht sein, Mensch. Mann, Mann, Mann. Wie groß ist denn das Level eigentlich? Weiß ich jetzt gerade gar nicht. Kann ich irgendwie was einblenden lassen? Irgendwelche Statistiken oder so, wie viele Kisten es hier gibt? Aber ich glaube, das Level war nicht so mega lang, ne? Ich glaube allgemein die Dingodile-Level, ich glaube, die waren allgemein jetzt nicht die größten. Also quasi ein guter Kontrast zu dem, was wir gerade eben in dem Stadtlevel hatten, ne? Weil das war ja doch ein sehr großes Level. Ich glaube, ist wahrscheinlich sogar eins der größten Level in diesem Spiel. Eins der größten und längsten. Oder vielleicht kommt es auch nur so rüber, ne? Weil Großstadt und so. Ich weiß es tatsächlich nicht. Ja, aber auch von der Kistenanzahl. Ich glaube, das war schon ein großes Level. Später gibt es auch nochmal Level. Die sind auch nochmal groß. Oje. Das ist halt hier von der Steuerung. Das ist jetzt wirklich absolut eklig für mich. Oje. Tatsächlich. Also sonst ist Dingodile richtig geil zu steuern. Aber sein Sauger... Ich finde es halt blöd, das auf L gelegt haben zu müssen. Eigentlich fast schon, ne? Och nö, und die Batterie ist jetzt ernsthaft leer, oder was? Ja gut, Leute, ich kann jetzt nicht sagen, ich nehme einen anderen Controller, weil die Challenge ist, das mit diesem Controller hier durchzuzocken.
Dann würde ich sagen, ich lade den Controller minimal auf. Ich glaube, das Level hätte echt nicht mehr lang gedauert und dann, ja. Bis gleich. Alter, ist das scheiße jetzt. Okay, Leute, ich glaube, wir waren hier ungefähr. Ich habe jetzt den Controller minimal aufgeladen. Ich hoffe, es reicht, um noch schnell durchs Level durchzukommen. Sorry, dass ich jetzt hier am Ende so hetzen muss. Ach ja, übrigens, soll ich euch mal was verraten? Das Spiel hat mich übrigens auch zurückgesetzt zum letzten Checkpoint. Einfach nur, weil ich den Controller neu synchronisieren musste auch. Und das Spiel war dann so, ja, geh mal zurück zum letzten Checkpoint. Das heißt, ich musste jetzt wieder bis hierhin spielen. Oh Mann, nur dass ihr den Zusammenhang auch kennt, ne? Dass das Spiel halt auch mich nicht mag, glaube ich. Aber es hat noch gereicht, ey, um hier durchzukommen. Durch den Part, boah, ganz knapp, Leute. Ich habe ja gesagt, das Level geht nicht mehr lang und dafür habe ich jetzt ernsthaft noch ein paar Minuten den Controller aufladen müssen. So, jetzt werde ich ihn aber auch endlich weiter aufladen. Ihr seht schon, der leuchtet auch rot. Oh Mann. Und ja. Ja. Einfach nur ja. Nee, Spaß, Leute. Also Dingodal, geiler Typ. Und ich hoffe, ihr seid auch geile Typinnen und keine Ahnung, was ihr sonst noch seid. Wenn ja, dann lasst Abo, Like und Kommi da. Und dann ist alles wunderbar. Ich danke fürs Zuschauen. Und tschüss.